Mit deiner schillernden Persönlichkeit. Mit dem glänzenden Kopf. Ach, diesmal starten wir oben. Ha, Überraschung. Ah, oder? Ja, weil wir von Dingens, weil wir links, weil ich ja, Startposition halt. A ist halt scheiße, wenn sie durch von links unten nach, von rechts unten nach links oben pushen, können wir sie nicht ja wirklich bekämpfen, bis sie halt bei uns angekommen sind. Wenn wir über, wenn sie über B pushen, meinst du dann hoch oder was? Nein, nein, wenn die links an der Insel, also wenn wir uns hinter A stellen, so wie es damals Moadit ja. Da könnt ihr von rechts unten nach links oben pushen, in aller Ruhe, weil wir nicht sie beschießen können. Ja, wieso? Ihr könnt ja schon vorfahren und dann. Ja. Man soll dein Schnäuzchen ausstecken. Und Atago geht halt nach rechts irgendwie an die Insel oder so. Ja. Das ist ein Torpenballer, okay. Oh, morgen 30%. Ach nee, denk schon. Mal gucken, was sie machen. Soll ich sonst dann ein bisschen weiter hinbleiben und nach B gucken erstmal am Anfang? Ihr könnt euch so wie die erstmal hier hinstellen. Also nicht ganz an die Insel, sondern ein bisschen weiter hinten. Ja. Mordib ist auch ziemlich langsam nach A generell gefahren, hatte dadurch halt viel Zeit noch aber nach B zu schießen. Also, ne, nicht in allem, ja, whatever. Ja, aber du musst schon ziemlich viel Breitseite zeigen, damit die Bismarck dich zittern kann. Dass sie nach B gehen. So slightly angled reicht schon, um abzuhalten. Die gehen nach A, DD geht wahrscheinlich nach A. Na, du kannst aber B gut hinter die Insel fahren zur Not, dann bist du ja safe. Wenn du dahin kommst. Nach B? Glaube ich nicht, dass es eine gute Idee ist, oder? Keine Insel auch bei A, wo ich. Ne, da wo deren Schapaya stand. Ja, das ging, weil wir kein Radarkreuzer hatten. Ja, naja, eben hatten wir auch Radar, bla bla bla, also. Ja, aber da hatte ich eine Insel, wo ich nicht nur ich glaub, kämpfen konnte. Ich glaube, der fährt in die Mitte und entscheidet sich spontan, ob er nach A oder B fährt. Er hat gesagt schon, dass du erstmal mit uns mitkommst. Seht ihr schon irgendeinen Smoke? Nope. Negativ. Ich gehe davon aus, dass du nach B fahren musst, tendiert nach B. Ja, B. Ja, kann auch sein, dass sie halt ultra aggressiv fahren werden halt. Ja. Zwei Bismarcks müssen die so. Schapaev, ja, macht. Weil sonst, warum sollten sie sonst wechseln, wa? Ich hab da jetzt was. Wahrscheinlich zum gleichen B-Rein fahren. Gleich ist der komplette B-Cap in Radarreichweite. Mhm. Oh, guck, wir bleiben trotzdem erstmal defensiv, ne? Mhm. Bismarck? Okay, die fährt aber Richtung der anderen. Okay, die fahren beide Richtung A. Bismarcks. Die werden auch eingesmoked da hinten. Oh ja, ich kann wahrscheinlich nicht lange in dem Cap bleiben, gleich ins Radar. Also, dann Atago nach B, wa? Ja, also ich habe definitiv noch was vor B, ist wahrscheinlich auch der Natur. Auch bist du nicht im Cap, aber ich will noch was hin. Also ja, dann 6 ich ziel auch nach B. Wenn die reinfährt, kann ich sie voll beschießen noch. Benson? Also ich kann dir bei B momentan voll Unterstützung gewährleisten, wenn du da im Cap irgendwie fightest. Ja, Erik. Könnt ihr da was tun gegen die? Gegen die Bismarck? Ich nicht. Die Chapayev ist jetzt auch in Radarreichweite. Atago? Da, die Atago. Ah, oh, fuck. Und ein Top-Treffer. Ja, was? Könnte die Atago treffen? Ja. Eine Salve. Ich leider nein. Ja, geht auf die Atago. Smoke euch jetzt ein. Ich hab den scheiß Position. Stehen bleiben, Alex. Mhm. Ihren Radar ist raus, ich geh vor. Ja, die haben, ja gut, die haben nur eins, gell? Mhm. Ja. Hat für die Zeit geachtet gerade? Nö. 2 Minute 17 ist ausgegangen. Dann ist es gleich schon wieder ab. Na, ich bin gespottet. Also die Benson ist da links von uns. Hm. Hier. Also da werden gleich Tops kommen. Wisst ihr, bist du Radar zünden? Hat Jan schon nachgeladen? Ich muss, warte, ich kann noch, auf A kann ich gerade gar nicht schießen. Also ich habe die Türme noch Richtung Atago. Bei Bismarck stehen offen im Endeffekt. Die Chopper hier eigentlich auch. Ah, ja. Atago schaffst du, warten. Was die Schappi? Da kommt die Bismarck. Wo denn? Oh, die pushen uns. Ja, natürlich pushen die uns.
Atago. Nicht. Wobei, ich muss jetzt den Bismarck eigentlich mal facen hier. Fokussieren wir erstmal die Stapaye, wa? Ich dreh dann schon mal mit meiner NC. Die pushen auf der anderen Seite, ne? Mhm. Na, dann dreh ich schon mal. Der Erik gewinnt das Atago. Ja, das denke ich, hoffe ich auch. Sona? Kollege? Ihr müsst raus und weg den Stellen, gell? Ja, ja. Oh, Leute, hier ist ja noch eine. Wir gewinnen die Fechte so oder so. Gucken er hin? Das ist unsere Chopper hier. So, sind jetzt auf mich. Das zeige ich ihm gerade voll weiter. Das ist interessant. Das war dämlich, was die da gemacht haben. Der eine pusht, die anderen brennen irgendwo. Mhm. Raus. Ja, eine bis mal schlecht getimed, sehr die schlecht. Fährt um die Insel rum. Ja, ich. Fahrt einfach mit ihr mit, fahrt mit ihr mit und macht Benson. Benson. Oh ja, warte, Hector. Auch toll pushst du, Jan. Ja, und ich wollte die Bismarck halt facen und abdrehen, weil die halt hier gepusht. Die Bismarck ist gleich um die Ecke rum, gell? Ja, ja. Die nehmen wir uns. Macht ihr beiden die Benson fertig? Kannst du rückwärts fahren, Erik? Erik? Tobi. Na, ja. Tobi. Alex. Weil ich schießt auf dich. Ja, ich wollte bloß noch ein Oh, das war nicht. Ich kann dir da nicht verfolgen. Das ist zu weit für mich. Ist ein bisschen dicht auf dich. Wieso fährt unsere MC eigentlich weg? Weil ich abgedreht habe, weil ich den Push erwartet habe. Jetzt hocke ich hier fest. Ja, weil Orko gesagt hat, face die sofort. Ich habe gar nichts gesagt, face. Ja, du hast gesagt, face. Alles easy, alles easy. Ach, die Benz. Arco bleibt einfach defensiv, guckt er da nicht. Halt jetzt. Benson. Bist du durch Sona offen, Arco? Sona um Sona. Ich kann nichts tun. Ach so, fuck, die Schaffer hat ja auch Sona. Er dreht aber ganz nett. Ja. Ja. Ja, weil die halt gepusht waren von beiden Seiten. Ja, da wollte ich halt nicht da stehen bleiben, keine Ahnung. Ups, 22.000. Oh, die schießt. Kann man Torf raushauen? Marco? Nein. Wieso bist du nicht einfach mit Ding mit Alex mitgefahren? Ihr wärt 2 gegen 1 gewesen. Ja, ich hab nicht verstanden. Aber okay. Weil ich da schon abgedreht war. Also ich stand halt erst seitlich und dann hab ich die halt pushen sehen. Dann dachte ich, na bevor du dich jetzt hier umsingeln lässt, drehst du lieber raus. Ja, aber wieso wirst du umzingeln, wenn der mit denen fährt, wärst du einfach mit um die Insel rum. Wieso soll er dich umzingeln, wenn du dich bewegst? Ja, keine Ahnung. Ich war halt nicht auf reinpushen gepolt, sondern auf, war auch eher die Bismarck, weil die Hände immer so ganz sie rausbekommen. Die andere Bismarck war tot. Ja, ich war halt in dem Moment nicht auf Pushen getrimmt, sondern auf. Also ich konnte halt kannst du Radar? Nee, ist recht gefunden. Hab aber so nah an. Ja, ich war. Das Spiel ist eh zu Ende, aber trotzdem, ja. Das ist, wenn einer denkt, nein, ich fahr lieber weg, anstatt zu pushen, obwohl das heißt, es soll gepusht werden, ist es. Ja, das war. Ich hatte da schon halt abgedreht, also es hieß ja, fahrt einen Push mal jetzt. Also. Wenn der den so nah rein hätte. Ja, aber ich sag's dir jetzt, genau. Bin ich da jetzt oder nicht? Er beacht. Ja. Oh, glorious NC second. Oh, drei jetzt. Ja, drei hat meine glorious. Die hat vorhin sogar die Bismarck in Brand gesetzt, meine. Das war auch lustig. Jetzt warte doch auf mich, Benson. Oh, die hat vielleicht nichts mehr zu warten.
Hau ab, mein Torpedo-Kill. Ich weiß gar nicht, ob das hier Best of 5 ist, aber... Best of 5? Was? Mhm. Finale sollte Best of 5 sein, aber ob 3 und 4 das auch ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, ne. Das war nicht befriedigend. Nein, wie gesagt, ich wollte nicht. Das ist so langweilig. Also, echt. Ja, du hattest ja nicht so Spaß. Ich hatte nur so eine... Was hatte ich Spaß? Tage. Also, ich meine, wie gesagt, also nochmal, was ich sagen wollte, die Chapalf und eigentlich von Jan gut, weil ich konnte nicht mehr die Chapalf und Benson erreichen und wäre da lange Zeit alleine gegen die Bismarck gewesen. User joined your channel. User joined your channel. Moin. Ahoi. Moin. Moin. Ja, ich hatte das ein bisschen zu spät. Ich hab's mir einfacher vorgestellt. Zwischen Boadip und uns angeguckt, oder wie? Ja, so ungefähr. Wir haben uns ja auch darauf eingestellt, oder ich zumindest auf jeden Fall, dass ihr einen Träger fahrt. Ja. Von uns hat keiner mehr Lust, einen Träger zu spielen. Das ist auf jeden Fall langweilig. Das ist... Tut, deine Flugzeuge haben keine Lebenspunkte, die halten nichts aus und überall sind halt... Wenn eine in 10 Spiele ist, kannst du... Das haben wir auch schon gemacht gegen unsere andere Truppe mit Destiny. Da haben wir dann auch hören lassen, dass er mit Träger trotzdem nicht überlegen war. Hm. Na gut, das war sehr deutlich, ja. Es hätte aber auch sehr gut funktionieren können. Ich habe halt nur nicht verstanden, wieso ihr eine Bismarck komplett um die Insel rumgeschickt habt. Das hat euch halt ewig viel Schaden und Zeit gekostet. Und jetzt halt einmal die andere auseinandergenommen. Ja, das war ja, auch nicht so geplant. Das war ein Missverständnis. Das ist immer so, ist, ja. Da hatten wir auch ein paar, aber... Ja, es ist halt auch immer Positioning, ne? Man hat jetzt gemerkt, dass es... Das passiert mir, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen euer Deep-Team fahre, mit meiner Taro. Das, wenn ich aufgehe, kriege ich richtig dicke Schellen ab. Und jetzt im letzten Match mit euch, da war schon klar, ich habe Ready Location, okay, da kommt die Ataro auf mich zu bei B. Und dann ist die aufgegangen und dann konnte mein Team halt auf die Ataro schießen. Und während ihr nicht auf mich schießen konntet oder nicht wolltet, ich weiß es nicht, ja, wir mussten das entscheidet das dann das Duell